Hallo? Ja, okay, wir sind auf Sendung, alles klar. Ja, willkommen zu einem neuen Video, Jungs. Der ein oder andere hat vielleicht schon gesehen, ich habe meinen Transporter wieder. Ja, der Keck. Warum heißt der Keck? Aus diesem Grund heißt der Keck. Gönnt euch das Kennzeichen. Das ist der Keck. Der lebt wieder, der hat neue Bremsen bekommen. Der ein oder andere hat vielleicht schon gesehen, wir sind über Niklas, beziehungsweise David ist irgendwo da hinten und wir fahren heute eine Runde. Wir fahren heute hier. Wir müssen das Bike auf jeden Fall mal sauber machen. Ich meine, schaut euch diese Reifen an. Hier auch alles schmutzig, Krümmer schon wieder schmutzig. Deshalb, ich weiß gar nicht, wo David bleibt. Der müsste eigentlich mal gleich da sein. Auf jeden Fall nehmen wir noch was hier. Perfekt, ist komplett leer. Ist auch komplett leer. Und ich wollte jetzt noch mal gucken, ob ich es vielleicht... Ja, ob vielleicht ein Versuch dabei ist, wo ich es schaffe, die DT im vierten Gang hochzuziehen. Also das würde mich freuen, weil das habe ich früher nie geschafft. Bin hier gerade mit meiner Tasche hängen geblieben. Optimal. So. Ja. Ich denke, das passt. Gut, wir können das gute Gefährt einfach mal ein bisschen warm laufen lassen. Wie viel Sprit haben wir noch? Das hört sich nicht mehr so voll an. Moment. Ich habe hier noch einen Spritkanister. Ich weiß nicht, welcher Kumpel den bei mir im Auto hat liegen lassen. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt wieder immer ein bisschen Sprit dabei. Können wir mal hier ein bisschen auffüllen. An den Kumpel, bitte kontaktiere mich bei WhatsApp, damit du deinen Kanister hier wieder bekommst. Und wir bedienen uns in der Zeit einfach mal an deinem Sprit. Ich kann ihn dir auch gerne wieder voll machen. Choke. Also ich weiß nicht, ob du schon festgestellt hast. Mein Motorrad ist sehr schmutzig. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir gehen sauber machen. Hey, lass die Motorräder waschen gehen. Was hast du damit schon wieder gemacht? Wie kann ein Motorrad so dreckig aussehen? Ja, ich frage mich auch gerade, was da passiert ist. Ich habe eigentlich immer so von Motul Motorwash dabei. Zwei Stück hatte ich noch, beide leer. Problem, ich habe noch eine volle Kanne im Rucksack drin. Jetzt, also no joke oder no joke? No joke. Ja, optimal. Also heute Motorwash auf deinen Nacken. Motorwash auf meinen Nacken, Rechnung kommt. Rechnung kommt, perfekt. Ja, sollen wir uns verbinden oder nicht? Oder? Ja, wir können uns verbinden, also... Ah, super. Alles klar. Habe ich überhaupt abgeschlossen, Jungs? Nicht. Super. Auf geht's! Wir qualmen wieder alles voll hier, so wie sich das gehört. Ah, geiler Tag heute. Schaut euch das an. Wir haben blauen Himmel, den habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen. Schöne weiße Schäfchenwolken dabei. Oh Gott, ich muss niesen. Muss ich niesen? Ich muss doch nicht niesen. Okay, ich erzähle euch heute einfach mal, wie geht es der KTM XC? Was passiert mit der mal? Also, die XC. Als ich mit David in Monaco war und wiedergekommen bin, hat die einfach nicht mehr funktioniert. Also ich habe sie ausgeladen, wollte sie anmachen, ging nicht mehr. Obwohl ich sie noch bis zum Transporter gefahren bin. Dein Fahrwerk eigentlich abgestimmt bei der DT? Nee. Aber ist schon original Supermoto, ne? Bin ich stehen geblieben. XC lief auf jeden Fall nicht mehr. Dann war Zündspule erst kaputt. Irgendwas hat die Zündung durchgeschossen. Dann war der Zündimpulsgeber in der Lichtmaschine kaputt. Und dann dachte ich mir, jetzt, it's time for a rebuild. So, Junge, ich komme mir vor wie zwei. Wir reden einfach beide mit uns selber. David redet mit sich selber, ich rede mit mir selber. Ich design meine Dekore ja immer selber, das wisst ihr ja. Wie soll ich sagen, das ist bisher, von allen Dekoren, die ich bisher designt habe, ist das Dekor, was mir am allermeisten zusagt. Und das ist mit am allergeilsten geworden. Ein Comeback-Video. Wir haben da wirklich 2 Tage lang 8 Stunden am Tag gefilmt. Und das Video, was dabei rauskommt, das habt ihr, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das habt ihr noch nie erlebt. Das ist nicht in Worte zu fassen. Moin! Komm, ich dachte heute auf deinen Nacken. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Video, was wir die letzten Tage gefilmt haben, dermaßen meine Vorstellungskraft sprengen wird, dass es mir sämtliche Sicherungen schon beim Aufnehmen aus der Birne rausgeschossen hat. Okay, fangen wir mal klein an. Also jetzt wird es nur noch mal heavier. War eine Tankstelle drin, ne? Ja. Ja, die Nummer 1, die so 100 Euro.
Ist so wie 100 Euro. Wieso? Naja, wenn ihr da so Blödsinn draus macht, dann müsst ihr das auch bezahlen. Hat die gesagt? Ja, nicht so, ich mach doch gar nichts. Ja, aber die war korrekt. Die waren auf lustig so. Ja, ja. Okay. Freu mich. Hallo. Ah. Manche schreiben immer unter das Video, ist das legal mit nur einem Spiegel rumzufahren? Nein, ist es natürlich nicht. Aber ich habe meinen hier verloren und ich weiß die ganze Zeit nicht, welchen ich jetzt hier drauf machen soll. Aber selbst wenn ich zwei funktionierende Spiegel habe, ich benutze die wirklich nie, weil ich habe immer Angst, also ich verlasse mich nicht drauf. Ich gucke lieber immer einmal so oder zweimal oder dreimal und dann bin ich mir halt safe, dann bin ich mir halt sicher. Erstmal in Moncler-Jacke, der kleine Bub. Also wenn David heute rausgezogen wird, dann wissen wir alle, woran es liegt. Und zwar, ja gut, entweder an dem nicht vorhandenen Blinker rechts, an dem runterhängenden Blinker links, an dem durchgebrochenen Kennzeichen oder an dem nicht vorhandenen DB-Killer. Ich weiß es nicht. Was war da denn los? Keine Ahnung, hier hat irgendwie gerade einer den Notschalter betätigt. Oh no. Also das funktioniert nicht. Davids Rache! Wenn er wüsste, dass das funktioniert. Wenn man die Ständer runter macht, geht die DT glaube ich aus. Ich glaube, die hat einen Ständersensor da. Komm, wir versuchen jetzt David nachzumachen. Und wirklich, ich hatte so Bauchschmerzen, weil ich so unfassbar steil war. Meine Handgelenke haben schon von den ganzen Wheelies wehgetan. Aber am Ende des Tages ging alles gut. Ich habe das Kennzeichen mal wieder einfach todeshart geschliffen. Ich war so unfassbar steil. Dachte mir, so jetzt ab zum Transporter und das war's. Oh no, hier ist hier dieser komische Skatepark. Den habe ich letztes Mal schon nicht gefühlt, David. Ich will doch nicht. Okay, David, Weird Flex. Weird Flex auf jeden Fall. Ja, kannst du hier mal jumpen oder was? Nee, nee. Nee? Nee, nee. Hier so ein bisschen Offroad fahren? Ja. Ja? Ja. Jetzt zieht aber David hier richtig ab. Denn unser Vorteil ist, er hat keine Offroad-Erfahrung. Erst die Sprünge angucken, sonst passiert wieder das. Jetzt hier hoch. Gottes Willen! Und jetzt können wir einfach mal Gas geben. Oh, mit dem DT-Fahrwerk auf jeden Fall unterlegen. Noch eine Runde. Oh, das hat geschlagen. Ja, David, Mensch, er gibt ja schon auf hier. Mach, gib mal. Ah, da, ja. Er dachte gerade. Er dachte gerade, David bietet ihm an zu fahren. Geil. Er feiert's. Korrekter Typ. Er will wieder das Gas. Ciao! Jo. Könnte Davids Opa sein. Ja? Dein Opa, oder? Dein Opa, ja, ja. Der Harry! Was sind das denn für Ampeln? Nie im Leben gesehen. Die sehen ja immer richtig strange aus. Junge, ich verstehe nix. Hier sieht es nach Waschplatz aus, oder? Oder nicht? Ja, ja. Oh Gott, da hast du dir aber echt den ranzigsten Waschplatz ever ausgesucht. Ja. Ich glaube, das steht nicht umsonst da. Ja. Hier. Ja, perfekt. Hier ist jetzt besetzt. Komm, jetzt hier noch mal einmal eine Wheelie. Der bringt Glück, damit der Dreck gut abgeht. Ui. Oh, Bro, was ist das denn für eine Kackanlage hier? Ja, Coins holen, dann sieht die ultra ranzig aus. Ja, ist Hefel. Ja, ist normal hier, oder? Ja. Er lacht. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht. David ist ja gerade Coins holen hier, so Münzen. Und er meinte gerade, frag nicht warum, aber fahr mit deinem Motorrad bitte einmal vor. Frag nicht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. WTF.
Ich bin leicht verwirrt.